Eines der größten Missverständnisse beim Genuss von Rotwein ist die Temperatur. Natürlich haben wir jetzt Ende Januar in den Wohnzimmern, ist es deutlich wärmer als früher, vielleicht jetzt in der aktuellen Situation nicht mehr ganz so viel wärmer als früher, aber beim Rotwein wird immer die Temperatur als Zimmertemperatur-Empfehlung gegeben. Das heißt, man merkt sich immer über die Eselsbrücke, so warm wie das Zimmer, so warm soll der Rotwein sein. Das kommt aber aus einer Zeit, in der man noch 15, 16, vielleicht gerade mal 17 Grad Zimmertemperatur hatte und noch einen Pullover getragen hat am Abend. Ganz sicher nicht aus dieser Zeit, wie es vor einem Jahr oder vor zwei Jahren noch war, dass man abends das Zimmer auf 22, 23 Grad aufgeheizt hat und dann die Trinkempfehlung für einen Rotwein 23 Grad war. Das ist definitiv zu warm. Also in diesem Fall stimmt das Thema Zimmertemperatur bei Rotwein nicht, sondern da orientiert man sich an die Situation, wie es vor 20, 30, 40 Jahren war, nämlich 15, 16 Grad. Aber am Ende des Tages ist es so, probiert es am besten selbst, probiert es, wie es schmeckt, wenn es kühler ist. Es kommt auf den Rotweintypus an. Wenn ihr einen sehr, sehr großartigen, kräftigen Rotwein habt, kann man den einen Ticken kühler trinken. Wenn es eher ein leichterer Rotwein ist, darf er nicht zu kalt sein, weil sonst der Körper nicht zu stark zur Geltung kommt. Wenn die Tannine sehr, sehr fordernd sind, wenn es ein sehr junger Rotwein ist, vielleicht auch ruhig einen Tick kühler. Wenn die Säure sehr hoch beim Rotwein ist, ruhig einen Tick wärmer. So müsst ihr euch so ein bisschen rantasten, wie es euch am besten schmeckt, weil das ist das Maß der Dinge in der heutigen Zeit. Tragt das, was euch gefällt und trinkt das, was euch schmeckt.